Ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute stellen wir Milchshake her. Die folgenden Zutaten benötigst du. Eine Portion Milch, das entspricht etwa 200 Milliliter. Eine Portion Obst, das entspricht einer Handvoll Obst. Und eine Portion Getreide, das entspricht 4 Esslöffeln oder 20 Gramm Getreideflocken. Wasche, schäle und putze dein Obst und schneide es grob in Stücke. Gib deine Zutaten nun alle in den Behälter des Standmixers und verschließe ihn gut mit dem Deckel. Lass den Standmixbehälter auf dem Motorblock einrasten. Steck den Netzstecker ein, schalte den Hauptschalter der Maschine ein, wähle zuerst die kleinste Schaltstufe des Gerätes an, erhöhe langsam von Schaltstufe zu Schaltstufe. Bist du fertig, reduziere die Schaltstufen langsam, schalte den Hauptschalter des Gerätes aus und entferne den Netzstecker. Nimm den Pürierbehälter vom Motorblock. Entferne nun den Deckel und schenke dein Milchshake in ein Glas ein. Garniere nun deinen Milchshake ansprechend und lass es dir schmecken.